So, moin moin oder Abend, wie auch immer, grüßt euch. Heute bin ich mal auf der Lossberg, Privatumbau. So, ich hoffe, das läuft einigermaßen, weil gestern ging OBS gar nicht mehr nach diesem Update von der Grafikkarte. Ich hoffe, es läuft jetzt vernünftig. Ja. Dosti, moin, grüß dich. So, dann gucken wir die Karte an. Die PDA, die ist nicht richtig vollständig gemacht worden. So wie dieser Schweinhof, der befindet sich nämlich jetzt hier. Agrarhandel, hier oben ist nämlich auch noch was. Ein Landhandel. Christian, moin, grüß dich. Hat ein bisschen umgebaut. Schauen wir uns mal nach und nach an. Ne? So, fahren wir mal rüber. Der Hof selber ist auch schon so ein bisschen anders. Ist ein bisschen mehr Platz geworden. Hier rechts haben wir einen freien Platz. Platzierbare Objekte. So, die Schweine befinden sich nämlich jetzt hier. So, die Schweine sind hier. Die waren ja vorher bei der BGA. So, und die BGA hat jetzt anstatt die Schweinestall hier zwei Unterstände bekommen. Also ist alles irgendwie ein bisschen mehr, ja, ein bisschen mehr Platz geworden. Lukas, grüß dich. Martin, Marvin, grüß dich. Genau, Hannemann. Warte mal, ich glaube, ich muss mal eben kurz was umsetzen. Irgendwie steht nämlich jetzt alles, ne? Moment, geht gleich weiter.
So. Enjoy my kids, moin, grüß dich. Oh, hier haben wir, glaube ein Landhandel oder irgendwas ist das hier noch eingebaut. Ah ja. Landhandel ist da hinten, glaube ich, ne? Agrarhandel, genau. Also er hat die Karte ein bisschen erweitert, aber leider ist die PDA-Datei noch nicht vervollständigt worden. Also, moin, grüß dich! So. Also ich habe mir gedacht, ich fange mal klein an. Kleine Maschinen. Und arbeiten uns langsam hoch. Hat einen schönen Deutz-Fahr gefunden. Hier ist auch noch so ein Freilandsilo. Ja, ist ein Freilandsilo. Florian, moin, grüß dich. Da aussieht immer noch im Stress. Rüber oder was? Ja, geht so einigermaßen. Und selbst? Geht jetzt richtig los mit Stress. Oha. Also hier sind die schon fast durch, so. Schon fast alles abgedroschen. Beilen auch schon alle gepresst. Jetzt sind sie schon am Grubbern hier. Was haben wir denn eigentlich an Felder?
schon gegrubbert, dann können wir ja schon anfangen zu sehen. Ja, ich habe mal gedacht, machen wir mal die dicken Puschen rauf hier. Na, reicht das? Reicht. Doch. Oh, oh, oh. Weg hier, oder? Ah, ich hätte jetzt einen Weg reingemacht, da rüberfahren kann, das ist gut. Dieter, how you make my day? Moin, grüß dich! Ja, oh, alles fit und schön. Erst die Merkel zurück, das wäre ja wie ein Sechser am Lotto, wenn die zurücktritt. Wieso lauter Teufel? Hallo?
Tobias 31, moin, grüß dich. Was schöne Nachrichten. Das ist immer gut. Die soll gehen, die Kuh, ja? Schon wieder einen Baum erwischt. Oh, oh. Du hast dein Quali geschafft. Na dann, gratuliere, Tobias. Gut. Und schon gefeiert? ...2,8 bestanden. Da guckt nachher keiner drauf. Hauptsache bestanden. Oh, ich glaube, ich muss den... wegfahren. Ist jetzt schon wieder blockiert. Ach so, bis na ja, gut. Das macht der Geher so, wie er. Ja. Man muss ja auch nicht. Hauptsache bestanden. Was tust du denn jetzt hier? Kommt ein Lenkrad. Das ist schön.
Entschuldigung. Toastmaster. Okay. Meine Section fertig. Das ist schön. Hast du alles alleine weggejuppelt? Senke drin. Aber den auch schon hin. Danke, Tobias. Danke, Christian. Ein zweites Video anfangen. Hat nicht gereicht. Voll. Für Japan. Okay. Das ist diesmal eine ganz komische WM, ne? Portugal raus, Spanien raus, Deutschland sowieso, aber das ist auch ganz gut so. Kann ich noch nicht versprechen, Tobias. So viel wieder los. Ich bin auch vorhin erst gerade wiedergekommen und dann gleich hier eingeschaltet. Wenn ich schaffe, dann melde ich mich. Ich wollte ja noch diesen Multiplayer machen, ne, mit der Stappenbach ohne Mods. Den haben wir ja auch einen Server drauf. Wochenende wieder nicht geschafft. Holla. Bin zu weit gefahren, Bursche, ja.
Also im Moment blöd, irgendwas zu planen. Das ist nichts. Kommt so viel noch dazwischen. Aber wir schaffen das bestimmt irgendwann. So, was ist denn jetzt? Ich bin ja mal überlegen, ob. Ich habe hier noch so ein Deutschklappchen, ob der da ranpasst. Habe ich den überhaupt drin, den anderen Deutz? Ja. Wir holen noch so ein Glas. Ja, mal gucken. Niklas, moin sein, grüß dich. Schlecht. 2:0 für Japan. Alter Schwede. Die sind nicht schlecht, ne? Was haben wir denn hier noch? Strohverkauf. Akrasius. Verkauf. Viehhändler. Sägewerk. Ich kann mal ein bisschen rumgucken hier. Aber hier. Baustelle für Hackspitze. Schilder für Holz. Paletten kann man hier nicht herstellen. Also ein Goldnugget sind hier auch drauf. Also ich habe schon eins gefunden. Zufall. Alleine vom Häckseln. Ach so. Ist die Strohbergung auch schon drauf? Was? Verkaufsstelle für Wolle? Noch Pellets. Aber ein bisschen was durcheinander gebracht, ne?
Wie gesagt, die PDA, die stimmt nicht ganz. Hallo? Ach, da liegt auch noch ein Old Nugget. Naja. Alles klar, du Jans. Lady Zauber, grüß dich! Oh, ist ja schon wieder reingefahren, Mensch. Ja, das nehmen wir jetzt mal weg. Fährt da immer wieder hin. Fantastic. Gleich wieder da. Machen wir eben schnell ein Käffchen. Bisschen viel im Stressmoment, Tresi. Ich hoffe, dass es bald ruhiger wird. Aber kleinen Moment, gleich wieder da.
So, wieder mit Kaffee zurück. Ob der überhaupt da drunter passt. Ich nur einen kleinen Anhänger holen. Ich habe heute auch gestreamt. Hast du das gesehen? Ich habe das mit Herrn gestreamt. Thomas Hinsley, moin, grüß dich. Dietrich, die habe ich noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich war erst nach Hause und dann bin ich hier gleich ran. Ich habe noch nicht mal geguckt, ob irgendwie Mods gekommen sind heute. Die Map ist, ja, einiges umgebaut worden. Aber die BDA stimmt noch nicht ganz. Also die ist erweitert worden. Hier ist auch noch so ein Landhandel, Lohnunternehmen. Die Schweine sind jetzt hier. Nicht mehr bei der BGA. Ja, die Felder sind ein bisschen verändert worden. Also alles überall ein bisschen mehr Platz geworden. Kuhstall? Weiß ich gar nicht. Ist hier was verändert worden? Da war ich noch gar nicht. Ja. Hier ist das Silo jetzt hier vorne. Die Halle ist weg. Hier gibt es jetzt eine Rampe. Die Silos sind weg. Also man hat mehr Platz jetzt überall, ne? Ja. Der Stall ist... Ah, hier ist der Milchtank. Mal gucken, eben kam noch eine Meldung, was war los? Ach, der ist fertig. Oh, Moment, Drescher ist auch voll. Ja, Tobias. Achso, keiner gekommen, okay. So, gucken wir mal, jetzt darunter passen. Der Strahl. Oh, du schon wieder. Nee, komm.
Not, was nicht passt, wird passend gemacht. Ja, genau. Oh, dicken müssen wir auch noch, ne? Alles klar, Drisi, viel Spaß dabei. So, ich glaube, Düngerstreuer haben wir noch gar nicht. Na, nehmen wir mal den hier. Oder? Ja. Bedeutet es nur noch 100.000 wert? Eins zu zwei, ah. Das haben sie nicht geändert, ne? Das war ein bisschen zu eng hier. Markio, Sulzer, Lima, grüß dich. Ach, du hast alles groß geschrieben, deswegen habe ich dein iPod gesperrt. Aber du kannst gleich wieder schreiben, sind nur 5 Sekunden. Alles klar, Tobias. Wenn du alles groß schreibst, das mag er nicht. So. Legen, ob ich noch einen zweiten Drescher hole von dem. Kann eigentlich schaden. Die kosten ja nicht viel. Na komm. Kaufen wir noch so einen. Dresche ich auch noch mal eine Runde. Ja.
hörst du jetzt mal auf. Kollegen mal helfen hier, ne? Ach, der andere kann ich sagen. Die rutschen hier ganz schön, also irgendwie. Ja, als wenn du auf Glatteis fährst hier. Das ist natürlich nicht so schön. Oh, 2-2. Eieiei. Das geht ja gar nicht, ey. Der rutscht ja wie Hulle, ey. Den hol ich mehr. Glas. Oh, ich glaube, den habe ich hier gar nicht drin. Was? Chat gemacht? Was Chat gemacht? Das Mann hier wieder wegrutscht. Alter. Ja, aber einen besseren habe ich nicht gefunden gehabt. Den anderen habe ich vergessen reinzumachen. Aber den verkaufe ich gleich wieder. Wie man Glas.
fahre ich noch einmal rum zum Abtanken. Ey, es hat keinen Zweck mit denen hier. Abtanken, verkaufen. Der 6er Turns hat mich gefunden und voll ohne Betrieb. Der 6er, ja, den finde ich auch gut. Oh, alle leer, weg damit. Es hat keinen Zweck, die rutschen da hin und her. Oder den hier, den New Holland. Den können wir auch mal nehmen. Genau. Den haben wir nämlich auch noch. Schneidwerk. Da nicht. Oder so, ist besser. Alex Badeschlappen, moin, sehr grüß dich. Der läuft schon 5 Stunden runter. Wow. Das ist ja mal ein Name. Badeschlappen. So, dann nehmen wir nämlich den, der ist aus diesem Youngtimer DLC.
Ach mal, das wird viel besser gleich. Von mal Sechse. So. Zu grubbern, ne? Super. Ja, dann fahren wir den mal zur Seite. Herr Max, grüß dich! Kannst du dich erinnern? Alex Badeschlappen? Ehrlich gesagt. Ach, LS17 Gamer, ja, das hier, ja. Okay. Wie kommt das, der Name geändert ist? Durch. Schick noch einen anderen. Wer wird blockiert? Ach, sehr schön. Grober, was haben wir denn zur Auswahl? Zwei Meter sechzig. Nur große drin? Nehmen wir den hier. Guck, das ist besser. Den verkaufen wir.
erstmal wieder weg für heute bis zum nächsten Mal und schreiben. Dann haben wir die Zeit, dass alles klar hier ist. Vielen Dank, dass du da warst und einen schönen Abend noch. Jetzt schon wieder. Fertig. Dann lassen wir hier rein. Kann dann eigentlich gleich nachher weitermachen. So, wir fahren immer alle da gegen den Baum. Mal wegmachen. Jo, danke, Tobias. Weil der Grenze sind noch nicht so richtig gesetzt. Wir gucken mal, wie testen alles aus. Es gibt Verlängerung, wegen Details. Haben wir eigentlich Beinpressen hier drin? Keine alte, ne? Ach, die brauchen noch 70 PS, das ist so gut.
Aber ich muss mal gucken nach älteren Pressen. Vielleicht machen wir hier so ein Youngtimer-Projekt raus. Tor Belgien. Oh. Ist ein heißes Spiel heute, oder? Jetzt, wo ich nicht gucke. Hier der Baum. Ich habe ja, also mein heißer Tipp war ja Belgien, dass die Weltmeister werden. Mal gucken. Was? Wer wird blockiert? Das waren doch alle. Das ist doch ganz gut hier. New Holland.
glaube, die Schweinefutter. Was? 200.000? Boah. Kriegen wir das da hinten überhaupt hin? Klein, ne? Wenn wir es hier machen. Aha, falscher Knopf. Wenn wir Schweinefutter selber herstellen. Hinfahren, wie das aussieht. Proteine, Erdfrüchte, Getreide. Gut, dann machen wir das irgendwie alles selber. Du meinst den hier, ne? Ja, das ist ein Deutz. Das ist ja 13.006, glaube ich, heißt der. War ist das so ein mal gucken. Da geht's los. 13.06, ja. Das ist so ein Pack gewesen. Alles voll, oder? Da. Hey Caro, grüß dich. Ne?
Du machst ja Sachen schon wieder so. Wie sind denn die Preise? Oh. Reifeisen. Ach, da unten. Am Bahnhof. Aha. Fahren die dann immer rüber. Mit 61.000 haben wir noch. Ich würde ja gerne zum Verkaufen. Und der hat 21.000. Einen Youngtimer haben wir noch, diesen einen Anhänger. 30.000 gehen da rein. Kostet 21,5. Dazu. Ja gut, den haben wir auch noch. Den können wir uns auch noch mal holen. Später. Da. 65. Beiden kaufen, so die verkaufen können, ne? Komm. Egal. Da müssen wir erstmal Geld machen danach. Ich denke, ich fange mit den Schweinen an. Wollen wir den so lassen? Ja, lassen wir so. Das ist auch aus dem Youngtimer Pack. Kommst du da auch einmal her? War doch eben einer. Hast du nicht? Was machst du schon wieder für Sachen? Mal Fußball umgeknickt oder so? Ach, hier wollte ich auch mal gucken. Ich glaube, hier ist auch. Geändert wurden. Ja, man sieht schon. Alles weg. Boah, Riesenplatz geworden hier.
riesig. Nein, das wird zu einfach. Entschuldigung. Also wenn hier dieser Pelletverkauf ist, dann muss doch auch irgendwo die Halle sein. Natürlich. Mal gucken, ob ich die finde. Strohverkauf. Nee, ist auch nicht. Ich werde mal suchen, ob ich sie finde, ob sie überhaupt drauf ist. Denn Pellets werden verkauft. Palettenverkauf und am Sägewerk. Sägewerk. Haben wir noch vorhin schon? Auch nichts drin, ne? Nee. Ja. Ich werde die noch mal suchen, vielleicht finde ich sie. Danke, Caro. Hier ist auch anders. Große Halle. Dieser Bauer. Getreide-Dings-Werner, ne? Ja, Getreide-Werner. Hier ist auch nichts. Ach, guck, Goldnugget. Danke.
passiert, gegangen bin und dann eben einfach so, ich bin dann voll auf die Adresse geflogen. Adresse. Okay. Kann man machen, ja. So, und die Wiese gehört gleich ein. Braucht man diesmal nicht kaufen. Die musste man sonst kaufen. Oh, was macht der Drescher denn da? Alter. Hallo? Ey, wieso fahren die da immer gegen den Baum? Idiot. Falschen Krähen. Schade, kein dynamischer Himmel. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass du das mal ins Ziel gefallen. Ich sag auch, schönen Abend noch. Bursche, das habe ich mir gedacht.
Ja, was meint ihr? Sollen wir den Youngtimer behalten oder uns langsam hocharbeiten? Eure Maschinen. Sind die ja eigentlich so ein Projekt machen? Martin, dir auch. Gute Nacht, schlaf gut. Vielen Dank, dass du da warst. Oder meinst du Caro? Hey, meinst du? Ja, das ist ein Deutz. Ups. Mit 13.06er. Ich will da schon wieder rüberfahren. Und zwar... Hast du das vorhin nicht gesehen? Das Pack? Na. Da geht's los. Die sind alle dabei. Jetzt gerade überlegen, wo ich die her habe. Ich muss mir echt stark überlegen, wo ich die runtergeladen habe. Fällt mir bestimmt wieder irgendwann ein. So, was haben wir denn eigentlich hier im Lager? Nicht viel, ne? Nicht viel.
Marco, moin, grüß dich. Aber ich denke, hier werde ich ein Youngtimer-Projekt draus machen. Fällt mir ganz gut mit den Maschinen. Ach, wo ist der Grober jetzt schon wieder hin? Wieder hier. Ja, geht so, Marco. Geht so. Bisschen Stress, Zeit fehlt, aber sonst alles okay. Und selbst? Oh, wir haben hier den 1306er Deutz. Wir haben hier den Hanomag Robust. Dann haben wir den JCB aus dem Youngtimer. JC mit den Anhänger. Holland. Alle schöne. Und den 471er. Und natürlich. So. Ja, der hat auch. Der Schweinestall ist jetzt, also einmal dieser platzierbare freie Platz, das habe ich jetzt selber hier drauf gemacht, wie die Futterstation. Im Hintergrund siehst du den Hof. Der ist auch ein bisschen leicht verändert. Und die Schweine sind jetzt hier hingekommen. Sind nicht mehr bei der BGA. Es ist alles sehr geräumiger geworden. Und die Karte ist auch ein bisschen größer geworden. Das kennen wir ja, ein Schweinestall. Ne? Natürlich in WU. Dann. Also PD-Datei, die stimmt noch nicht ganz. Wie gesagt, hier oben ist Wasser zugekommen. Hier ist noch so ein Lohnunternehmen oder Handel irgendwie. Ist alles neu drauf. Hier ist noch ein Silo. Am Hof ist ein Freilandsilo so noch hingekommen. Tankstelle. Ein Wohnunternehmen, genau. Dann haben wir hier noch den Agrarhandel, der ist neu dazu. Hey. Eine Verkaufsstelle noch zusätzlich.
Und der Kuhstall? Ist auch mehr Platz geworden. Jetzt ist das Silo hier vorne. Die Halle ist weg. Und hier hinten auch. Es ist alles ein bisschen geräumiger geworden. Man hat jetzt ein bisschen mehr Platz überall. Finde ich nicht schlecht geworden. Dann habe ich Pellets Verkaufsstation gefunden, aber die Halle noch nicht von den Strohbergungs-Add-on. So, die werde ich noch suchen. Ich weiß nicht, ob sie drauf ist, aber gefunden habe ich sie noch nicht. Niklas, Moinsen, grüß dich! Ach, der Deutsch steht da hinten schon wieder. Echt. Nur weil hier eine Ecke nicht gebohrt ist, zieht er hier immer rüber. Ja, stimmt, Marco. Also mir gefällt die Lost Berg so richtig gut. Ja, Drehsock wieder da. Morgen Schule, habt ihr noch keine Sommerferien? Yes. So. Das morgen frei. In zwei Wochen habt ihr es, okay. Alles klar, Drisi. Kommen wir über die Brücke rüber. Ja, passt das? Nee, das passt.
Motorablage machen. Das ist jetzt 6 Wochen Ferien, das ist schön. Ach so, dann gibt es noch 2 neue Fruchtsorten hier drauf. Und zwar Hafer und Roggen, meine ich. Hafer? Ja. Die hat er auch noch aufgemacht. So. Hier ist auch eine kleine Stelle, die ich probe. Das ist ein bisschen, zieht er immer rüber. Schon wieder rüber. So, hier ist das Freilandsilo noch. Schon zurück. Hier auch sehr schön gemacht. Freien Platz, das finde ich auch sehr gut. Deswegen ein paar Sachen gepackt. Hier noch so einen Unterstand hingestellt und hier noch so einen kleinen Feldweg, den ich hier rüber kann. Mal so eine alte Ballenpresse runterladen. Ist hier noch nicht drauf.
Mir gefällt die persönlich sehr gut hier, die umgebaut hat. Schweine brauchen auch Erdfrüchte, also Kartoffeln oder Rüben. Na, viel Geld haben wir nicht mehr. Da müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir auch gleich hochschicken. Machen wir da mal Sojaboden drauf. Ne? Wenn wir schon Knaster kriegen. Überlegen, ob ich die Reifen drauf lasse oder andere Reifen mache. Mal gucken, ich bin noch am Überlegen. Bleibt er drin? 70%. Der Deus hat auch die Steuerung drin. Und hier war nichts. Das kannst du auch runter. Ach, hier. Zack. Zack.
Und hier sieht Anschlüsse alle dran. Perfekt. Max, ich versuche es. Ich versuche es. Wollte ich eigentlich heute schon machen, aber es hat total überhaupt nicht geklappt. Ich war, glaube ich, erst gegen 8 zu Hause. 8, halb 9. Ich hoffe, es klappt. Bei Donnerstag schaffe ich es nämlich nicht diesmal. Weil wir an der Nordsee sind Donnerstag. Da haben wir noch einen Termin, da müssen wir noch mal hin. Und dann kommen wir auch erst sehr spät zurück. Beuteziel wieder machen, ne? Ach, ich muss mal schnell gucken, ich glaube, er steht wieder dahin. Ja, muss ich doch. Jetzt hat er sich aber richtig reingefranst hier, ey. Thank you.
man machen, genau. Oder wollte er lieber die amerikanische Karte machen? Nee, ne? Bitte, grüß dich! Auch mir geht's soweit. Ja. Ganz gut. Du bist auf Klassenfahrt, wo bist du denn? Irgendwie spinnt gerade das Internet rum. Sorry für die Störung, aber irgendwie ging im Internet an, aus. Keine Ahnung, was reden war. Dann kannst du morgen eigentlich mitspielen, Philipp, in München bist. Raps, haben wir eigentlich noch Raps? Die 24 gehört uns noch, da haben wir auch noch Raps, ah, okay. Dann können wir die nachher verkaufen.
ihr denn hier? Dann bitte Grüße an Lukas. Alles klar, mache ich. Alter, Turm, die jetzt kommt, ey, lass ja mal eine Bude heile. Ich habe auch gleich wieder voll. Wie lange bleibst du in München? Schau, muss auf, wünsche ich noch einen schönen Stream. Bis Donnerstag. Donnerstag schaffe ich nicht. Ich versuche morgen PS4 Multiplayer zu machen und Mittwoch vielleicht auch noch. Aber Donnerstag schaffe ich es nicht. Alles klar, bis Mittwoch. Dann noch viel Spaß auf der Klassenfahrt. Oh, was hat der Idiot denn gemacht? Man darf nicht vorher anfangen zu sehen. Ich fährt er einfach rüber. Weil er denkt, er hat da was vergessen. Ah, der kann nicht zurück, weil ich erst am Mittwoch abends heimkomme. Okay. Aber mal gucken, vielleicht machen wir auch Freitag auch noch was. Mal gucken, wie ich das schaffe.
für den Hanomag auch ein extra Frontlader? Nee. Klar, schon hier. Nee, hat er nicht. Fertig ist mit Grober, der Auto so alles weg. Hey! Es geht noch die Kabel runter hier. Oder?
Entschuldigung. Also machen wir zuerst den Raps da runter. Der Preis im Moment noch gut. Ja. Danke, Christian. Okay, klar, machen wir erstmal den Raps runter. Das ist halt Blödsinn. So, würde ich sagen, erst den Raps runter, den verkaufen, wir haben schon Geld haben. Dann noch eine Ballenpresse kaufen. Kannst jetzt warten. Mal werden wir mal noch ein Käffchen. Oh, bin ich schon mal vorbeigefahren?
der war schön holperig hier reingemacht. Die Lampen sind vorne weg, wo man jedes Mal hängen geblieben ist. Noch ein Weg. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ach, siehst du, da kann man von dem Hof aus auch noch mal rausfahren. Ah. Nicht schlecht. Weil ist auch kleiner geworden, ne? Klar. Aber auch täuschen, weil sie ist nicht mehr. Hol ich mir mal eben schnell ein Käffchen. Bin gleich wieder da.
Da gibt's Rüben. Kartoffeln. Was kostet das Feld? 83.000. Haben wir nicht. Zuckerrüben. 34.000. Das geht. Ne? Ja, mal überlegen. Schönen Kaffee. Ja, ich überlege, die Ballen lade ich selber auf. Ich meine, ich habe mir so ein paar Anhänger aufgemacht. So ein. Mal gucken, welchen wir nehmen. Oder? Habe ich den Dings drin? Auch drin, den gibt es ja auch als Ballenwagen. Könnte man auch machen. Muss man nur mal überlegen, welchen wir nehmen. Guck, was der Goba macht. Ich wusste es. Das ist heute nie fertig.
war, glaube ich, das letzte Rapsfeld, ne, was wir haben. Den haben wir weg. Ja. Ich hätte vielleicht alle vorher düngen sollen, ne? Aber jetzt zu spät. Alles klar, Christian, dir auch. Gute Nacht, schlaf gut und danke, dass du da warst. Das war ein Fehler, hier schon anfangen zu sehen. Ja, nicht fertig ist. Hey Sascha, grüß dich! Moin sehen!
Der Drescher ist gleich voll. Nein, GPS habe ich ja jetzt nicht drin, muss ich wieder reinmachen. Hier war einiges rausgeschmissen. Ach, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich habe nur zu früh angefangen mit Sehen. Mit Drillen, weil ich noch nicht fertig war mit Grubbern. Ich habe heute mit der Standardkarte GPS genommen, die Felder für morgen. Achso, ist morgen was Großes vor? Ich hatte ja erst den Deutz fahrgedroschen, den hier, aber leider fährt er nicht richtig hier auf den Feldern, er rutscht immer weg. Schade. Nee, aber für mich selber gemacht. Ja, Kollegen, haben wir morgen. Ach so, wenn man Geld da hat, okay. Ich bin jetzt froh, dass die Karte jetzt so einigermaßen läuft. Ich hatte gestern ging gar nichts. Ich habe die Grafikkarte, den Treiber aktualisiert und dann lief OBS gar nicht mehr. Da habe ich echt Stunden dran gesessen, das wieder hinzukriegen. Ey.
sieht ja aus, als wenn er schon durchgefahren ist. Danke, Sascha. Einmal kurz die Chat gucken schon. Ich gehe jetzt schlafen, ich muss morgen früh aufstehen und nicht raus. Okay, Sascha, dann gute Nacht, schlaf gut und vielen Dank, dass du nochmal reingeschaut hast. Ich melde mich morgen. Okay. Alles klar, Sascha. Können wir gleich den Rapsack tippen. Immer wieder ein bisschen Knete. Dass wir bald Schweine holen können.
So. So, haben wir das auch. Ja, da oben. Schade, dass die Xiangtanger DLC nicht für die Kontrolle gemacht haben. Echt schade. So, wo stelle ich den jetzt hin? 28 müssen wir noch machen. Entschuldigung. Mal hier weiter. Thank you.
fahren. Ach, da kommt man zum Kuhstall. Ah. So. Wie ist der Preis? Ist noch geblieben, Raiffeisen. Sehr schön. Ich gehe erstmal an die Seite. Das Regal hätte er gerne wegmachen müssen, meine Meinung. Aber na gut. Raps. Schotter holen jetzt. Freilandsilo hier vorne. Schlecht. Ach, hier doch da unten rechts fahren können. Naja, ist egal. Machen wir halt hier lang. So, dann machen wir auch Schweinefutter, stellen wir auch selber her.
Wo Reifeisen war, glaube ich, auch irgendwo hier oben, ne? Jo, besser. Alter, glaubst du das? Ein bisschen komisch aus und dann ist Schuh geblieben. Ja. So, jetzt gibt's Knete. Nicht schlecht. Zum nächsten Mal. So, ab nach Hause, Feierabend.
So. Da kommen wir noch fleißig weiter, sehr schön. So, mal heute Schluss hier. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich mache für heute Schluss. Ich versuche morgen, ich kann nicht versprechen, Multiplayer PS4 zu machen. Jetzt versuchen. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss Leute. Dankeschön.